Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars. Die Skywalker Saga. Ich wollte euch diese coole Laufanimation nicht vorenthalten. Ja, das ist schon ein bisschen witzig. In der letzten Folge haben wir gegen General Grievous gekämpft. Mit General Kenobi. Und jetzt sind wir auf Tatooine. Warum sind wir auf Tatooine? Folgendes. Wir machen heute mit der Story weiter, ne? Aber ich habe etwas herausgefunden. Und was ich herausgefunden habe, ist ganz schön krass. Also gucken wir mal, ne? Ihr wisst ja, wie ich schon seit langem hier freigeschaltet habe, dass hier halt die ganzen Sachen, die man hier sammeln kann, hier aufgezeigt werden können, ne? Habe ich natürlich so Skills irgendwann mal freigeschaltet, ne? Man kann ja auf die ganzen Dinger hier gucken, ne? Ja, da ist ein Charakter, das Gerücht und so, ne? Und ich möchte, wie kann ich das hier so umschalten, so, ne? Und hier kann ich zum Beispiel hier drauf klicken, ne? Datenkarte, ne? Das sind diese Dinger, die ich hier für diese ganzen Skills brauche, ne? Für diese Multiplikatoren und so, ne? Und ja, ich habe festgestellt, ich kann ganz unten steht Zielort festlegen mit Viereck, ne? Und ich kann den hier machen, ne? Und jetzt passt auf, jetzt wird oben links Ziel Datenkarte hier angezeigt, ne? Und da oben sieht man das ja, ne? 35. Und seht ihr das? Das Ding ist genau wie mit in der Story, ne? Das Ding sagt mir jetzt genau, wo ich hin muss, um da hinzukommen. Also der wird mir jetzt, ich werde dem Ding jetzt folgen, der sagt mir jetzt den exakten Weg, wie ich da hochkomme. Und ja, als ich gemerkt habe, hat der mir tatsächlich irgendwie gezeigt, wie man da hinkommt, da habe ich mir auch gedacht, das ist ein bisschen übertrieben, das ist ein bisschen krass, ne? Aber genau das macht er, ne? So, ich folge jetzt dem Ding einfach mal eine ganze Weile, ne? Und hier das Ding, genau hier, das habe ich irgendwie auf Screen gesehen. Und vertrauensvoll in meine Hände. Ja, das ist schon ein bisschen krass, also das Spiel sagt einem dann wortwörtlich, wo man hin muss, um an einigen Sachen heranzukommen, ne? Und ich habe das Gefühl, das macht das Spiel noch 1000-mal einfacher, ne? Oi, oi, oi. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Weg hier folgen, ne? Ich weiß nicht, ob er noch was anderes war, ne? Ich bin ja schon, glaube ich, einmal hochgeklettert, aber habe mich hier, ich habe natürlich nichts eingesammelt, falls hier irgendwas war. Und ja, na, ist das Ding, kann ich das bitte, muss ich wahrscheinlich da drauf machen, ne? Ich meine, die Rätsel und so, die werden wahrscheinlich einen nicht verraten, ne, wie man die löst und so, ne, aber das war ein bisschen, was sollte dieser komische Kamerawechsel so mitten im Sprung, das war ein bisschen doof. Aber ja, ich glaube, das macht so als Einsammeln von einigen Sachen, von denen ich nicht weiß, wie ich da hinkomme, noch einfacher, ne? Das Spiel schon einfach genug war, ne? Oh mein Gott. Also ja, wenn ich jetzt irgendwie was sehe und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, dann kann ich halt einfach so markieren, ne? Aber gut. Weiß ich nicht, was ich davon halte. Das macht das Spiel ja noch einfacher. Jetzt mal sehr stark an, so Rätsel und so, ne, die werden natürlich irgendwie nicht verraten, ne, wie man das macht, ne, aber ich wollte nur mal zeigen, dass ich das herausgefunden habe, ne. So, einfach X gedrückt. Ja, jedes Mal, wenn wir jetzt irgendwie was finden, wenn ich nicht weiß, wie ich da hinkomme, mache ich einfach eine Markierung da dran und schwupps, ich weiß es. Ja, warte mal, das ist kein Ding, sehe ich gerade. Da. Schon sagen, ein so ein Ding. Hat mir gefehlt. Das sagt mir das Spiel zum Beispiel nicht, ne? So, oh, geh mal da runter und da wartet das nächste Ding, was du machen musst, ne?
Aber ja, das war jetzt auch nicht irgendwie so was, was jetzt hier so voll versteckt war, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Hey. Geht auf mich los? Das Wagen. So, hier mal noch ein Stein, ne? Wie erfreulich. Ah ja, ich habe vergessen, er macht Blitze. So. Und nun. Ja, jetzt bin ich hier oben, aber wie komme ich da hin? Kann ich da hochklettern? Ich glaube nicht. Okay. Und ja, jetzt haben wir das Ding gefunden, ne? Nehme ich an, das müsste ja eigentlich irgendwo sein, ne? Was ist das? Aha. Und ja, mir war es halt wichtig, ein so ein Ding noch zu sammeln, einfach nur, weil wir kurz davor sind, schon wieder den nächsten Multiplikator freizuschalten, ne? Und den wollte ich natürlich so schnell wie möglich freischalten, ne? Damit wir halt keine Punkte verschwenden, ne? Weil je eher ich den freischalte, desto besser, ne? Ja, da brauche ich aber noch ein bisschen mehr, ne? So ein bisschen. Sollte aber kein Problem sein, ne? So. Haben wir das schon mal hier abgeschlossen, ne? Ich versuche das so wenig wie möglich einzusetzen, einfach nur damit, weiß nicht. Damit ich noch so ein bisschen was zu tun habe, ne? Weil wenn ich jetzt jeden Stein hier nachgucke, so war gut zu wissen, dass es so was gibt, ne? Mal gucken, was passiert, wenn ich das ganz oben in der Luft einsetze. So, das haben wir erledigt, ne? Da wollte ich euch mal zeigen, ne? Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter in der Story. Wir haben, glaube ich, schon Anakin hat herausgefunden, dass Palpatine ein Sith Lord ist, ne, und hat schon den Senat Bescheid gegeben, ne? Und wir haben, glaube ich, Mace Windu und Co. gespielt beim letzten Mal. Und wir stellen uns jetzt Palpatine, glaube ich, ne? Ich glaube, da sind wir stehen geblieben. Ich kann mich noch erinnern, hat er so ein Albtraum hatte, ne? Außerdem, wenn man das Spiel startet, ne? Wenn man das Spiel lädt, dann werden immer die Credits angezeigt, ne? Und ich habe eigentlich gedacht, das wären immer die gleichen. Ich habe die deswegen weggedrückt, ne? Einfach nur, weil ich mir die Quest nicht halt noch mal ansehen musste, ne? Also wie es ausschaut, je nachdem, wo man gerade in der Story ist, ändert sich irgendwie. Oder irgendwie stand in den Quests sowas wie von, hallo, wie geht's denn so? Keine Ahnung. General Grievous wird gerade von General Kenobi angegriffen und so, ne? Also da kam schon irgendwie was, weiß ich nicht, so. So eine Custom Message irgendwie, so ein Custom Text irgendwie, je nach... Da wurde auch schon irgendwie gesagt, so, oh ja, Palpatine ist ein Sith Lord, Anakin hat er herausgefunden, ne? Und ja, das ist also, da wird also geupdatet anscheinend, der Text. Ich habe den immer weggedrückt, weil ich mal gedacht habe, da wird der exakt gleiche. Aber anscheinend nicht. So, ich muss zum Senat. Nein. Na gut, dann gucken wir mal. Was zum... für ein Geräusch, so. Oh. So, na gut, dann gehen wir mal zum Senat und gucken mal, was der los. Meister, was verschafft mir das Vergnügen? Stellt Kanzler Palpatine beim Senatsgebäude zur Rede. Geschichte fortsetzen. Meister Windu, ihr steht unter Arrest, Kanzler. Wollt ihr mir etwa drohen? Okay, bist du. Der Senat wird über euer Schicksal entscheiden. Ich bin der Senat. Ich bin der Senat. Nicht. Beweise. Oh. Komm her. Wir sind schon direkt hier. Der hat ein goldenes Lichtschwert. Anakin. Ist mir nie aufgefallen. Ich werde das beenden. Ein für alle Mal. Nein.
meine Liebe zu retten. Ich brauche ihn. Hey, what? Hey, yo, what the? Ah. Das Window aus dem Fenster. Was habe ich getan? Lerne die dunkle Seite der Macht zu nutzen. Ich werde tun, was immer ihr verlangt. Die Stimme von Anakin kommt mir übrigens super bekannt vor. Man hat ein Babybottle. Fläschchen. Eine große. Warte mal, Anakin Skywalker ist Darth Vader. Weiter nach Kashyyyk, wir müssen. Okay. Ja. Ach ja, die Droiden-Situation auf Kashyyyk. Ich habe noch nie so ein republikanisches sorgen, Schiff im All fliegen gesehen. Deinen Leuten auf Kashyyyk helfen, wir werden. Oh, stimmt, euer Planet, sehe ich gerade. Oh, Kashyyyk. Merke ich ja gerade erst. Also ja, die haben natürlich wieder nur freischalten alles Zeugs, ne? Wookie Kanonenboot. Mal zum. Nein. Boah. Ich dachte, wir. Oh mein Gott. Oh Gott, was für ein Ding war ich denn jetzt gerade drin, ne? Ich wollte noch neue Dinge freischalten. Hier war ich drin, ne? Sah, glaube ich. Geil. Was dann? Immer noch deine Steinchen. So. Die Steuerung in diesem Spiel ist aber auch echt. Ich weiß nicht, was wir jetzt so verrunzen konnten. Das ist echt nicht. Ich kann es nicht mal erklären. Ich muss nach oben drücken, um das Menü zu öffnen. Ne? Ich muss nach unten drücken, um die Karte zu rufen. Ne? Ich drücke Kreis, was normalerweise immer so ein. So, ja, du gehst. Kreis ist ja normalerweise immer so ein Knopf, so, oh, geh raus aus dem Menü. Aber was macht man mit Kreis? Man tut die Karte nochmal erweitern. Dann muss ich hier irgendwie erstmal gucken. Muss ich hier die Steuerung? Ich kann das nicht erklären. Ne? Das ist so verrunzt irgendwie hier mit der Steuerung. So, guck mal, was hier ist. Ne? So, ich hätte jetzt nicht gedacht, wer ich dachte, wir spielen jetzt irgendwie so einen Kampf zwischen Mace Windu, The Holder. Das ist auch dieser eine aus Episode 8, Admiral Holder. Ja, jedermanns Lieblingscharakter, ne? So, oh Gott, jetzt wieder so was. Gott, bin ich schnell. Gott, bin ich schnell. Ich bin ganz schön schnell. Was ist das? Noch mehr Speed, okay. Ja, woher soll ich? Ja, müssen wir die so im Voraus schon ein bisschen zeigen, ne? Damit ich auch weiß, wo ich hin muss. Wutsch. Gott, das ist so. Oh, das Ding ist so schwer zu steuern. Ja. Was halt? Gold. Admiral Holdo freigeschaltet. Warum schalten wir sie denn jetzt schon frei? Na gut. Ich nehme an, hier den Wookie, den wir gerade hatten, ne? Ich glaube, irgendwie so ein Stammeshäuptling von den Wookies, ne? Okay. Dann gehen wir nach Kashyyyk. Cool. Neues Zeug zum Finden. Wütendes Brüllen. Aber wie gesagt, ich hätte gedacht, wir spielen irgendwie so einen Kampf zwischen Windu, Kid Fisto und Palpatine, ne? Ich meine, Kid Fisto ist eigentlich schon tot zu dem Zeitpunkt, aber weil es halt ein Zwei-Spieler-Spiel ist, ne? Weil es so ausgelegt ist, auch für zwei Spieler wäre wahrscheinlich dabei gewesen, ne? Oh, ich erinnere mich noch an die Level hier von Star Wars Battlefront. Oh,
Oh, er hat eine Muskete. Ja, nicht eine Muskete. Ja, doch, eine Muskete, ne? So ein Blasrohr, ich weiß nicht, wie man die nennt. Oh, ich liebe diese. Ich habe diese Level von. Hey, solche Gewehre habe ich auch noch. Na gut, dass sie immer noch gibt anscheinend. Ja, ich habe die Level auf Kashyyyk geliebt hier. Wo ist da dieses riesige Tor, ne? Wo du durchkämpfen musstest in Star Wars Battlefront, hier im alten Star Wars Battlefront, ne? Oder Star Wars Battlefront 2, weiß ich nicht. Das war eine coole. Eine coole Level mit diesem riesigen Tor und hier überall war Wasser. Oh. Bisschen die ganze Zeit mit dem Panzer durch die Gegend geflogen oder oh. Geschwommen. So. Dann gucken wir mal. Wir kümmern uns natürlich erstmal um alles hier, ne? Kiste an der Küste. Eine Kistenküste. Eine Küstenkiste. Tafel, ich glaube, er ist irgendwie so ein Häuptling oder so von den Wookies, aber ich bin mir jetzt nicht komplett sicher. Ich glaube, der einzige Wookie, der mit Namen genannt wurde in der Episode, ne? Will ich mir neu, da springt er wahnsinnig hoch. So, du. Wow. Noch einmal und zack und meiner die Liane und der Stein war Bauchklatscher Poklatscher. Ah, Bombe. Buff. So, wir tun uns natürlich erstmal hier alles einverleiben, was nicht in die Nied- und Nagelfest ist, ne? Oder erstmal im Busch ab hier. Ah, wir sind mehr oder weniger voll durchgespeedet durch diesen Kampf, ne? Schade. Was soll man machen, ne? Ich meine, daraus eine ganze Level zu machen wäre jetzt halt irgendwie blöde, ne? Wenn man da für ein Level ausmachen können, ne? Ich weiß es nicht. Die Stimme von Anakin kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Ich habe die schon mal irgendwo gehört. Ich muss in irgendeiner Anime habe ich die, glaube ich, gehört. So. Das Ding abschießen. Ne. Ah. Oh. Im Blättertag. Dach, nicht Tag. Okay. Ja, ich denke gerade nach, den seine Stimme, ne? Die kommt mir so, es liegt mir so auf Verzungsspitze. Was? Oh nein, Wasser. Weiß die Stimme. Ich gucke vielleicht gleich mal nach, wenn irgendeine Katze oder so kommt. Aber ich will auch nicht verpassen, was hier los ist, ne? Steigen wir mal hier ein. In den. Das sind ja so die Vorläufer. Versteht jetzt Läufer. Das sind also die Vorläufer hier von den ATSTs, ne? Die Dinger. Hm, ob es schon löst, ne? Da, kurz klettern. Okay, hier sind. Bis jetzt sind die ziemlich einfach, ja. Zu lösen. Also die Rätsel. Ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen in Anführungszeichen. Rätsel.
Da muss ich euch erledigen. Ja, ne. Was ist das? Ihr seid nur Dekoration. Seid ihr gerettet? Oh, da hätte ich vielleicht dran gehen sollen, ne? Nimm das. Nimm das. Ich habe auch noch nie gesehen, so Druiden mit so einem grünen Mund. Ich weiß auch gar nicht, wie die aussahen. Alles, was ich hier an der Schlacht von Kashyyyk mich immer erinnere, ist, wie die Wookies einfach nur so mit ihren, Luftschiffen durch die Gegend geflogen sind und einfach voll randaliert haben. So, also die einzige Szene, die ich mich immer erinnern kann. So. Oder noch. Boah. Oh. Da habe ich was gesehen. Boom. Boom, habe ich gesagt. Boom, sag ich. Boom. Hat niemanden getötet. Cool. Voll ins Gesicht. Voll ins Gesicht. So, was hier? Boah, dieser eine Druide, lass mich auf den Arm nehmen. Komm her, du Stück. Boom. Wir sterben noch nicht mal dadurch. Nehme ich mal Schaden. Nein, er rutscht über dem. So. Muss ich gar nicht retten. Hier ist ja einer begraben oder was? Lange noch nicht vorbei, diese Schlacht. Mit deinen du bist jetzt gerettet. Oh nein. Ja, da geht's weiter, genau. Aber ich bin noch nicht fertig mit dem Steine sammeln. Da rein. Da brauche ich ein paar Batterien. Wo finde ich Batterien? Oder eine andere optionale. Energie zuvor. Erinnere mich an hier an Jedi Fallen, ja nicht Fallen Order, Survivor. Wo die an diesen einen Planeten hier diese Sturmtruppler Puppe hattest, auf die du eindreschen konntest. Nein. So was hier. Was du in der Yoda? Ist ja am Rumplanschen. So. Immer einfach so, ne? So, eins. Stehen doch auf. Die sehen doch ja. Die sind doch ja auf der Karte. Mein Gott. Ja, okay. Da bin ich ein bisschen doof gemacht, ey. Du kannst sie auseinandernehmen, um die wieder zusammenzubauen. Ich wollte schon sagen, ich kann die auch so nehmen, ne? Und einstecken. Stecken ein, ich tue. Vandalieren, ich muss. Was für Wookies? Bitte, was? Was wollen wir für die Wookies? What? Stone Cold? What? Stone Cold? What? Stone Cold? Okay. Mord. Okay, hier will jemand gehen. Hey. So treffen wir uns wieder. Ich mag hier aufgewachsen, aber Kashyyyk zu erkunden wird mir nie langweilig. Allerdings gibt es immer noch eine ganze Galaxie zu erkunden. Also mache ich mich am besten auf. Cool. Haben wir eben wieder Trophäen. Oh Gott. Oh.
Rohrschatz. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so unrealistisch, hier alle Dinger zu finden, ne? Ich meine, wir reden hier von mir, ich werde sowieso nicht halten machen, bis ich alles gefunden habe, ne? Wer hier auf dem Kanal ist, der ist das schon gewohnt, ne? Wie das hier so abläuft, ne? So, ich will aber nicht nur, ich will eigentlich hier die Story ein bisschen weitermachen, ne? Hier die Story Levels machen. Also schauen wir uns hier noch 1-2 Minuten um und dann gehen wir aber weiter, oder gehen wir direkt weiter, ne? Dann können wir ja Kashyyyk einen anderen Tag erkunden, ne? Komplett. Oder so viel wie wir jedenfalls hier sammeln können. Aber im Moment will ich so ein bisschen die Story. Ich habe jetzt hier mit ein bisschen mehr gerechnet als diese eine Cutscene, deswegen muss schon so ein bisschen mehr kommen, würde ich sagen, ne? Deswegen machen wir nur so ein bisschen, da war nämlich ein bisschen wenig, ne? Ich meine, es war wichtig, ne? Wir haben den Fall von Anakin mehr oder weniger gerade mitbekommen, ne? Aber trotzdem. Kann ich hier durch? Ja, kann ich sogar. So, mein erster Reflex ist natürlich erstmal alles abschießen. Ach man, Yoda, wo bist denn du schon wieder? Oh, dann gehen wir weiter. Ne? Machen wir die Story weiter, ne? Ich weiß nicht, ob es der Level kommt oder irgendwie so weit. Muss ich dann lang? Da oben muss ich. Falls wir danach noch ein bisschen Zeit haben, können wir ja noch erkunden hier, ne? Aber erst einmal für so eine Level wenigstens schaffen pro. Oh, jetzt wieder so eine Karte. Ist eigentlich dies hier voll einfach zu holen. Die ist voll einfach zu holen, ne? Da. Alter. Da gehen wir die letzte Jahr. Ja. Boah. Ich will den ganzen Weg da hochklettern. Boah. Na gut. Also anstatt auf dem Weg dahin irgendwie abzustürzen, ne? Da sagt er mir, wo ich hier hin soll, ey. Ich bin doch gerade auch irgendwie andersrum. Ich glaube, wo sagt er mir, soll ich hin? So, also, ich gehe gerade voll den Umweg. Ja, das Spiel mir sagt, ich soll hier lang gehen, ne? Ich habe das Gefühl, ich gehe gerade einen riesigen Umweg. Aber okay. Da kann ich mich dran ziehen, aber lassen wir mal lieber. Gehen wir erstmal hier hoch. Guck, wie schnell er abgeht. Guck, wie schnell der Wookie abgeht. So. Warum sich ein Stein? Ja. Okay. Ja, muss schon sagen. Irgend so ein Ding wird dir ja sicher irgendwo sein, ne? Ich fand außerdem gut, wie irgendwie hier in dem den Credits hier, in den Credits Scroll am Anfang irgendwie so was gesagt wird, so Anakin wurde einen Stuhl gegeben, aber er durfte sich nicht setzen. Das wird sehr, sehr merkwürdig hier dargestellt, so per Text. So, und das ist Chewbacca. Ich weiß, das ist Chewbacca, weil genauso sieht die Figur aus, die ich habe. So, Level starten, okay. Druidenangriff auf Kashyyyk. Was ist mit den Druidenangriff auf Kashyyyk? What about the droid attack on the Wookiees? Die Zeit ist gekommen. Führt die Order 67 aus. Ja, mein Lord. 67.
Nein, nicht 67. Order 66. Führ die Order 66 aus. Yay. Oh. Oh Gott. Die sind auch schon am Tanzen. Wie ihr wünscht, mein Lord. Oh, 66, okay. Ist voll weggeflogen. In ernster Gefahr wir sind. Ha. Nein, Leute. Order 67. Order 67. Ja. Okay. Ich hab das Ding schon voll. War es echt doch nicht. Ich warte mal runter. Was ist denn noch hier? Was ist das? Ich verliere mehr Helme. So, ich habe gesagt, die kommen immer wieder. So, gehen wir mal weiter. Oh, mach das Ding platt. Boom. Oh, 10, ey. Aus dem Weg. Aber ich hätte auch rüberspringen können. Stecken ein. Ich muss. Ist da irgendwas? Kann ich hier Charaktere wechseln? Nein. Schurke. Du bist ein Schurke. Der Rettungskapsel gehen wir müssen. Nein, aber warte mal, er ist doch. Ich dachte, ich baue einen Ruin. Ich habe letztes Mal so ein Terminal mit General Grievous hier versucht zu aktivieren und der blockiert den gesamten Bildschirm, weil er so massiv ist. Ich konnte das Rätsel gar nicht lösen, ja. Der Puzzle oder was auch immer. General Grievous ist irgendwie nicht dafür gemacht, die Dinger. Gut, Geschick ist erledigt. Wie war nochmal die Projektfrequenz für die Truppen aus dem Schirr? Nein, nicht einer Secura. Wie seine Stimme auf einmal viel bedrohlicher klingt. Nein. Ja. William Schrei, sehr cool. Ja, diesen Wookie erreichen wir hier. Wachsam, wir müssen bleiben. Okay, komm her. Ein Druide auch noch. Stimmt, die gibt es ja auch noch hier. Gib ihm hart. So, kann ich das Ding eigentlich auch bewegen? Oh ja, cool. Okay. So, ich sehe irgendwie nirgendwo so. Doch, die sind ja da. Ja, war ein optionaler Weg, den ich da gerade genommen habe mit der Konsole. Das ist schon der richtige Weg. Ich meine, wir haben ja den Typen, ne?
Aber das heißt, wir kriegen, ich nehme an, wir kriegen Chewbacca hier nach. Das heißt, wir kriegen unseren ersten Schurken. Ich weiß aber nicht ungenau, ich weiß nicht genau irgendwie, wofür wir irgendwie Schurken brauchen, ne? Was die irgendwie so können. Und die scheinen irgendwie nicht irgendwie so ein Ding zu haben, mit dem wir irgendwie weil nicht interagieren können. So. Tja, muss halt so komisch aus von der Seite. Was ist das? Was ist das? So. Einen fortschrittlicheren Mechanismus wir schaffen müssen. Ergreifen. Ich ergreife dich. Nice. So, sagen wir ja alles. Ne? Ne, über mir ist irgendwas. Ne, da oben. Was? Ah, jeder Ding wahrscheinlich, ne? Schau ich mal irgendwie den originalen Yoda Scream an von Lego. Voll lustig. Ah, nein, da brauche ich. Ich muss sowieso in jede Level sowieso noch mal rein. Ich habe bis jetzt noch keine Level, glaube ich, zu 100% abgeschlossen mit allen. Obwohl doch, ich glaube, der von Episode 1, ne? Hör auf zu tanzen. So, komm mal her. Boom. Ah, warte mal, hätte ich das Ding. Hätte ich das Ding auch auf die Dinger werfen können? Mal gucken. Dann mach ich das Ding kaputt hier. Ich hab den kaputt. Boah. Na, komm mal her. Ah, klappt sogar. Problem ist, ich glaube, mir sind die jetzt ausgegangen. Ne, da sind noch zwei. Ich würde gerne erstmal euch alle erledigen, ne? Damit ihr mich nicht unterbricht. So, nein. Sehr cool. Aha. Was ist nicht, dass das klappt? So, noch eins. Ich habe gerade eins gesehen. Wo ist es? Ich habe es gerade gesehen. Nee. Keine Ahnung. Gut, ich war gerade irgendwo. Nein, nein, nein. Wer hat mich da gerade abgeschossen? Bin ich blind? Das Ding war doch gerade hier irgendwo. Picknick. Boah, Würstchen. Bratwürstchen. Boah. Ja, bin ich jetzt ganz blind oder so? Ich kann schwören. Ich kann schwören, ich habe gerade noch so ein Ding gesehen. Muss das so sein? Na gut, hier kann ich sowieso nicht hin, ne? Die hätten Yoda irgendwie so ein kürzeres Schwert geben sollen, ne? So eine kürzere Lichtklinge hier, ne? Diese Dinge, aus denen die Lichtschwerter gemacht werden, aus in Lego. So ein etwas kürzeres hätten die ihnen geben sollen, finde ich. So. Was meint von denen nehmen, von dem ich schneller bauen, ich den Skills, die ich hier geholt habe. Warte mal hier. Wow. Okay. Ich bin Lela. Was mache ich hier gerade? Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Was? Chewbacca. Er ist ein Pyromaniac. Was
die halten so viel aus, die Typen, ne? Na, ist noch irgendwie dahin. Ja, wollte sagen, er kann bestimmt nicht Wand laufen, ne? Ja, das wird auch gut. Nach oben finden wir müssen. Unseren Geist und Körper benutzen wir werden. So, ich war ja, da habe ich irgendwas verpasst. Ja, ist klar. So, sind ja noch mehr so silberne Dinger. Zack. Oh Mann. Oh ja, das stimmt. Also was muss ich denn einfach abknallen? Aus Sicherheit hier. Schieß voll auf den Schützen, das bringt gar nichts. Mein Gott. Das ist wieder so ein Bosskampf in Fallen Order. Gegen den AT-ST. Mein Gott. Wir müssen schon mal herunterkommen, Kollegen, ne? Droiden und Klon. Klonkrieger arbeiten zusammen, das geht doch mal gar nicht. Wir haben sich gegen uns verschworen. So, hier ist noch so ein Ding. Beansprucht, die ich scheinbar habe. Ich komme weg von dem Teil. Ich weiß nicht, was das ist. Das kommt immer zu spät, ey. So. So, erreicht das Ding hier? Komm. Nein. Komm. Kann ich das Ding hier so... Nein! Nein! Ich war nur so ein Explosionsding. Haben schon irgendwo muss doch ja noch eins sein. In der Nähe. Und da hätte ich irgendwie kommen sollen anscheinend. Was hat denn hier ein Ei? Ah, jetzt hat Ende der Level, nehme ich an, ne? Gosh. Natürlich wieder keine. Ah, ich hätte die Herausforderung alle. Überprüfen sollen, als ich hab's vergessen. Gerüchte, verwende die Macht, um einen feindlichen Klon mit einem anderen Klon zu besiegen. Ja, ich die Fluchtklasse über einen Umweg. Besiege mit Hilfe eines AT-RT ist drei Klonsoldaten sowie den feindlichen AT-RT. Ja, ich wünschte, ich hätte ein wenig früher gesehen. Ja, weiß ich wesen, was ich jetzt auf Screen machen soll. Leb wohl, Kautabak. Alter, wir werden hier sterben. Alter, wir werden hier sterben. Wenn uns hier lässt. Das ist mal eine gute Frage, ne? Darkside Woods. Wie viele der Jedi haben sonst noch überlebt? Gehört von niemandem. Wir haben. Hallo? Eine Antwort erwünscht sie wäre. Wenn diese Nachricht ankommt, zurückrufen Sie wirst. Leer der Jedi-Tempel ist, besorgt ich nun bin. Was ist das für ein Teil? Die Sith. Wir müssen. Das hast du gut gemacht, mein neuer. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Nutze deine Gefühle, Obi-Wan, dann finden du wirst. Meister Jedi, wir hatten das Schlimmste befürchtet. Senator Organa, Meister Kenobi unterstützen ihr könnt.
kommt, dem Imperator einen Besuch wir abstatten müssen. Okay, cool. Ich wünschte, ich hätte die Dinger vorher freigeschaltet, die Herausforderung. Ich weiß, was ich machen muss, ich hab's vergessen. Oh, wir haben natürlich nicht alles hier bekommen. So, oh, ich hätte nicht wegdrücken sollen. Wir haben die Druiden, wir haben die Klonsoldaten, wir haben Palpatine, also Böses. Und wir können die auch jetzt freischalten. Imperator wird in seinem Büro beim Senat sein. Dann zum Senat, wir schnell müssen. Dunkle Zeiten. Ach, ich kann schon wieder nichts. Oh, ich kann wieder hier niemanden spielen. Nein. Das heißt, wir müssen hier weitermachen in der Story, ne? Oh je, das Jedi-Tempels. Frage ist, ist das wieder eine ganze Level oder? Kann hier so nachgucken, ne? Deutlich über dir. Schau dann im Senat. Okay. Na gut, dann versuchen wir halt noch so. Jetzt kann ich hier wieder nicht die Charaktere wechseln. Kann ich überhaupt schnell reisen hier? Ah. Nein. Ja, müssen wir halt in der Story weitermachen, ne? Werde ich weiter können. Wir nichts anderes machen können. Geht halt nicht anders, ne? Aber dann spielen wir doch halt, das hat ja auch irgendwie so 15 Minuten gedauert. Sie nicht länger sind. Verteidigen wir uns müssen. Sie haben sich alle gegen uns gewandt. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Eine schöne Reise. Dann gehen wir mal zum Senat. Und gucken wir mal, was. Nee, ich will schauen, wir werden die Level auch noch schaffen, ne? Oh, seid ihr Typen, die diesen einen Pack drin sind? Ah, was ich mir letztens geholt habe. Wir starten. Ich habe euch zusammengebaut, ich glaube ja. Meister Yoda. Ich habe vernommen, einen neuen Schüler ihr habt, Imperator. Oder sollte ich euch lieber... Er schleicht sich einfach weg. Schon im Film bemerkt, aber erleben, wie sich die vollkommene Macht der dunklen Seite auswirkt. Oh nein. Darth Sidious. Schon direkt zum Kampf. Oh. Na, wir haben schon Battle of the Heroes hier am Spielen. Warte, gib mir eine Sekunde. Wir müssen mal gucken hier. Boah. Also erstmal die Dinger hier alle freischalten. Boah, ehrlich. Na, jetzt kann ich ja. Gib mir mal eine Sekunde, die Dinger hier freizuschalten, Kollege. Was ist er denn? Noch kann ich hier kurz. Lauf, Meister Yoda, hier gibt es nichts für euch. Ich nur die Dinger hier kaufen, okay? Wenn du Pelpe dem Hälfte erleuchten. Lass einen Druiden auf Palpatines Kopf fallen. Nur einen Moment. Er lässt nach. Wenn du Palpatines Blitzangriff, in den du ihm macht, Blitze direkt an ihn zurücksendest. Okay. Eine Sekunde, eine Sekunde. Oh, warte mal. Oh Gott, das ist nicht lang. Warum ist er jetzt so viel ernst zu nehmen da? Redet jetzt viel ernst zu nehmen, na. Ich meine, es ist ja offensichtlich böse natürlich, ne? So, diese Dinger hier soll ich blenden. Soll ich dich damit blenden irgendwie? Kann ich die Dinger aktivieren?
Aber warte mal, muss ich da vielleicht irgendwie Blitze schicken? Warte mal. Nee, leider nicht. Ah, ich dachte, ich hätte die da irgendwie hinschicken müssen. Wo ist das? Jedi zu bekämpfen ist zu ermüden. Geschwächt seine Konzentration ist. Ganz nicht. Aua. Er hat zurückgeschlagen. Wir können jetzt wagen. Aber dieser Bosskampf irgendwie voll cool. Ja, wir befinden uns hier gerade im am Ende von einem der Trilogien, ne? Deswegen müssen die Bosskämpfe halt ein bisschen anspruchsvoller sein, ne? Oder besser als Szene gesetzt werden, ne? Hm. Oh ja, stimmt. Ich fand irgendwie den Kampf zwischen den beiden richtig cool im Film, in der Senatskammer hier, richtig cool inszeniert. Sieht so aus, als ob dein Freund hier Hilfe braucht. Meister Yoda, ich kann mich nicht bewegen. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Darth Vader wird viel mächtiger werden als jeder von uns beiden. Vertrauen in eure neuen Schüler etwas leichter nicht sein mag. Wie auch euer Vertrauen in die dunkle Seite der Macht. Es ist noch nicht vorbei. Ganz und gar nicht. Wir müssen den Druck aufrechterhalten. Nicht einen Moment der Ruhe wir ihm geben werden. Also ich will ihm mal kurz Ruhe geben, weil ich mich hier umschauen will. Ich nehme den rüber. Was ist das? Ich kann den manchmal so weit werfen, ne? Wenn ich komme da auch hin. Ja, wenn man irgendwann amüsiert hat, dann kann das Ding irgendwie unendlich weit fliegen, glaube ich. Da. Das letzte Ding. Da. Kann es sein, dass Yoda und CDS zu diesem Zeitpunkt echt die mächtigsten Leute im Universum waren? Ich meine, Yoda war irgendwie der mächtigste Jedi, ne? Zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht Anakin ja nicht mit eingerechnet, aber bei Anakin war mehr so ein Potenzial, ne? Yoda müsste ja eigentlich immer noch stärker gewesen sein als er, oder? Und Sif ist ja, Sif. Palpatine ist ja der stärkste Sif aller Zeiten. Also eigentlich war dieser Kampf irgendwie ein größerer Deal als was danach kommt. Es muss einen Weg geben, an ihn ranzukommen. Ja. Nein, nicht schlagen. Eure Unterstützung, ich brauche. Oh. Ich da perfekt. So. Okay. Eins war schon aktiviert irgendwie. Nimm ich. Hör zu. Wir haben eine Notfallkontrolle in die gesamte Technik im Senat eingebaut, nur für den Fall, dass das Schlimmste passiert. Okay. Gut zu wissen. Ich glaube, ich habe alles irgendwie. Ja, da habe ich schon verpasst, glaube ich, ne? Ich glaube, ich habe alles rausgeholt, was ich hier rausholen konnte bisher. Komm her, du Stück. Komm her, Stück. Mein Gott, warum habe ich auf einmal so viel Schaden gegeben? Na, ist wieder auf mich los.
gut mit seiner Umgebung er geworden ist. Na los, Meister Yoda. Also weg. Mein Gott, ist der weit geflogen. Komm ich immer noch nicht hin. Das ist ein Hebel. Also nicht mal, da komme ich irgendwie hin, ne? Egal. Was dann? Ah! Ich habe immer von Spaß mit seiner Rolle. Der Synchronsprecher meine ich. Mal, kann ich dann, ist das ein Sprungbrett? Warum geht das Ding? Er ist da runtergefallen, glaube ich. Komm her. Nein, genau da muss ich hin. Entschuldigung. Und jetzt. Boah. UFOs. Schließt eure Mission ab. Eliminiert diesen Jedi. Ne, die heißen jetzt anders, ne? Irgendwie. Nein. Ja, was wolltest du sagen? Nichts, ne? Schieß auf ihn. Nein. Ah. Müssen keinen Bock zu kämpfen nicht mehr habe. Währenddessen, wenn jemand weiß, wo Anakin ist, dann Padme. Wir müssen schnell sein. Ich nehme an, hier können wir dann Feuer machen. Ne? Perfekt, Level abgeschlossen. Showdown im Senat mit dem Senat. Okay, Porto nicht bezahlt. Okay. Also ich muss den irgendwie blenden, irgendwie Druiden auf den runterfallen lassen. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Aber werde ich schon auf Screen irgendwie rausfinden, ne? Ah, oh, die 501. Oh, nett. Der Imperator. Padme sollte noch in ihren Gemächern sein. Seid wachsam. Gefahren können hinter jeder Ecke lauern. Auf Freispiel. Cool. Aber wir werden wahrscheinlich sowieso nächstes Mal direkt weitermachen, ne? Mit der. Das da wollte ich hier gucken. Charaktere, ne? Mal hier freischalten. Freischalten können, ne? Also ein Klontrupp halt, ne? So einen bräuchte ich auch noch in echt, ne? So ein Kashyyyk-Truppler. Ah, 501. Die habe ich. Bin ich auch froh. So ungefähr so sieht der aus, den ich habe. In dieser Einpackung. Ja. Nee, ist nicht genau der gleiche. Ich weiß ja nicht, ob die den echten Lego-Figuren so exakt nachempfunden sind, ne? Aber habe ich ihn nicht auch schon? Wer ist dieser eine da? Ja, du hast ein sehr gutes Handy, cool. So, wir haben unseren ersten Schurken, Chewbacca. Ich weiß noch nicht genau. Ich habe gerade Dings freigeschaltet. Na, Imperator 200.000. Ich hatte den Krückstock.
Palpatine vernarbt. Ja. Sein Schrumpelgesicht, ne? Jetzt ist er abgehauen. Na gut. Mich heiß. Würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal dann das Finale von Episode 3, ne? Und was zum... Hey! Nein, ich muss ja weg. Gut. Wir gehen, weiß nicht. Irgendwo, wo es sicher ist. Wo soll's denn hingehen? Ich glaube, hier ist nirgendwo sicher, ne? Gut. Dann werde ich ein paar Themen so, ne? Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. In der nächsten Folge machen wir das Finale von Episode 13, ne? Cool. 13, Episode 3. Und ja, ich sehe euch dann wieder, ne? Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.